versucht werden, wie es will. Nur dass diese Wortschöpfung, an der ich Freude habe, lassen Sie mich auf. Gut, nun der Weggang an mir. 283 unserer Selbstlesung wurde eingeführt, die ersten brauchbaren Apparate und AWS-Serie eingeführt. Das waren natürlich zwei Riesenschritte, muss ich sagen, in der Elektrologie, wo er auch die Blindeste etc. Aber die Blindeste hat die Blindeste können sein, der blaue Hedding und alles, aber das war wirklich ein Riesenvorstellung. Und das AWS-Serie natürlich. Dann kam die Revolution der Chemietherapie durch das Basis-Post-Konzept und gleichzeitig wurde der erste Insulin-Pen eingeführt. Das wird heute alles nicht mehr so aufregen, aber da war eine ganz große Sache. Nun, das Basis-Post-Konzept war allerdings sogar eine echte Revolution. Sie müssen sich vorstellen, wie Sie kurz vorher, wenn Sie einen Vortrag hörten, über die Insulintherapie, da hieß es immer, jeden Tag um die gleiche Zeit, die gleiche Menge Kohlenhydrate. Die anderen, die Weißdiabetiker und die Zweier mit der entsprechenden Therapie mussten zum Beispiel am Sonntag um 7 Uhr aufstehen oder um 6 Uhr, mussten ihr Insulin spritzen und dann mussten sie essen. Dann hat man ihnen gedacht, wenn sie mal zu Hause sind und nicht in die Kirche gehen, dann werden sie am Tag noch aus dem Fett. Also nicht so abhängig. Das war wirklich so. Diese Patienten waren in einem Zwangskorsett, wie man sich das nicht vorstellen kann, weil sie gar nicht gelernt haben, weil man ihnen das gar nicht sagte, wie passt man in der Nahrung, der Bewegung etc. Das, die erwürden, die erwarten, dass sie einen haben, aber es war eben so. Und das, warum erzähle ich, das erstens ist es interessant und zweitens hat das natürlich auch bedeutet, dass der Patient selbstständig lernen muss, aber er muss natürlich auch viel Wissen können machen. Mit dem Blutzucker, mit der Anpassung des Insulins an die Kohlenhydratzufuhr, an die Bewegung, an die Krankheit, muss er alles selber machen. Also muss man natürlich auch besser geschult werden. Wer das bei Berufen, der weiß, dass wir auch Kohlenhydrate sind und so weiter. Das wiederum bedingte auch eine wesentlich bessere Ausbildung der Diabetesberaterinnen und vor allem auch der Ernährungsberaterinnen. Das war ja ein Zweck der Besten. Das ist natürlich nicht drücken. Nun, diese Beratungsteams, die für Sie heute eine Trivialität sind. Das erste AD-Beratungsteam, 1988, Protokollauszug. Frau Malmatt ist, was ich da draußen. Sie ist meine Frau Lavantis, hätte ich fast gesagt. Frau Lavantis übernimmt als Ernährungsberaterin in Zusammenarbeit mit der Diabetes-Schwester Clara, mit der Freundin der Diabetes. Jeden Mittwochnachmittag stehen sie für Probleme und Fragen im Wartesaal der medizinischen Politik zur Verfügung. Dr. Furrer stellt Frau Lavantis den Ärzten der Politik vor. Die Zusammenarbeit von Fachgeräten und der Ernährungsberaterin ist somit besser gewährleistet. Für Einzelgespräche steht ein Raum zur Verfügung. Diesen Satz habe ich extra auch noch hingeschrieben, das kann man sich zum Teil heute nicht mehr vorstellen. Dr. Wieserin, Chef von Aslak, wie wir helfen müssen, um der Verwaltung beizutreten, dass ein Einzelgespräch einer Beraterin mit einem Patienten, aber das nicht in der Arbeit, nicht in einem Raum mit ihr angemacht wird. Das war nochmal eine große Sache, die eben auch zusammenhängt mit der Verbesserung. Gut. Dann, was glaube ich, was da liegt? Beratungsteam nach 7 Jahren von US-Sanktionen. Und das war eben ein Schritt. Es war ganz schwierig, die Ernährungsberatung in ein Team zu kriegen. Einmal waren Sklavinnen der Ökonomie. Und die Chefin der Ökonomie haben alles gemacht, um nie in eine Stelle abzugeben. Und, für ein Team war es natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich zum Beispiel erhöhe, dass ich künftige Höhe zum Diabetes gehe. Das ist der nächste
gesagt, so, jetzt machen wir einen Workshop für Leute, die schon mehr oder weniger in der Diabetes-Beratung sind. Und die sollen lernen, Diabetiker besser zu beraten. Dann haben wir in Cambridge konkret haben wir einen Swiss-Workshop kreiert. Der hat interessante Themen, Bedürfnisse der Patienten erkennen. Für den einen oder anderen mag das trivial tönen, aber das ist heute noch eine Aufgabe, daran zu denken, was hat diese Patientin eigentlich für Bedürfnisse. Schulungstechniken, wie gibt man das weiter? Ein ganz enormes Problem. Was ist effektiv? Bei den Jungen, haben wir jahrelang geschrieben, kein Mensch hat sie getraut, ich würde sie dann jetzt einfach bei den Wahnsinn, was auch das Beispiel ist, darum gemerkt, nie nach dem Jungen. Es wird sehr Rezept verschreiben, einmal um ein Agent umgeht, dann brauchen sie es dann, wenn sie bewusstlos sind, oder? Dann ist das etwas schwierig und für die Ehefrau, die hat noch nie etwas gespritzt, sie will es nicht spritzen, selbst wenn sie weiß, es sollte. Dann haben die Tomaten genommen, was hat man etwas besser. Und der Durchbruch war, als jemand mal erkannt hat, nein, diese Leute müssen den Patienten die Insulin spritzen. Immer wieder. Dass sie wissen, wie man durch die Haut geht und dass sie wissen, der Patient stirbt nicht, wenn ich das tue. Das ist Schulungstechnik. Also ein eindrückliches Beispiel, was man überhaupt besprechen muss, evaluieren, ob der Patient verstanden hat, Kommunikationstechnik. Dann, der erste Workshop 1990, das werden wir sehen, war in Bremen, Sie sehen dieses wunderschöne Workshop in Normandie. Und warum in Normandie? Wie gesagt, in Cambridge. Waren Menschen dabei, Menschenärzte und die aus der Deutschschweiz. Ich habe damals, weil ich auch mal gearbeitet habe, auch die Leute gekannt und war ein Fan, da hat er mich für ihn eigentlich auch, weil er dort gearbeitet hat, wir wollten keinen zusammen machen. Wie wir dann gesehen haben, das geht als Frauen, die Gründe unmöglich. Das ist schon ein Deutsch, wie ich das wunderbar. Gut, dann der erste Messwerk für die Gremiens, Ausbildungsstrategien für Patienten, drei Teams, Dr. Rieselin, Nützi, Winterthur, Gremien, Nemo, Lobos, war der erste Psychologe, aber den habe ich mal dem
arrivati mesi, anni, più estremamente pazienti, non avendo stretti, o pissi, grini, non stretti, sai, questo, le cose scritte, non si dovrebbe passare, sì, ma se mi trovo dei pazienti, di una o altra di tagli, di un cliente, da un tempo, proprio come fermi, ma la forza non si è arrivata Tabinges in der Wiener und der Kampf und die Änderung von Leitlinien. Also die Leitlinie war ja nicht vor kurzem, waren unzählige Vorträge damit gehört in der Schweizer Gesellschaft von Elektrobiologie und Hydroelektrologie und der Theor war immer der Leitlinie. Es ist eine Katastrophe, nimmt man ein Zitat. Die Diabetiker müssen viel, viel mehr Kohlenhydrate essen als die normale Bevölkerung. Warum das so war, was ich jetzt weg, das ging ungefähr 30 Jahre, hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren geändert, aber das war damals ein Kampf, der ist, dass man diesen Wahnsinn doppelt so lange, wenn man nicht sehen wollte, bis zu kurz, bis die Amerikaner das dort aufgemerkt haben. Dann immer wieder die Anregung der Patienten zur Selbsterfahrung, zum Beispiel die Rückenmahlzeiten, überlegen Sie, ob Sie das regelmäßig machen bei Patienten mit Insulin, dass Sie die Rückenmahlzeiten durchführen, die Blutzuckermessung, damit Sie erfahren, wie das eigentlich aussieht. Dann Zumacher als Moderatoren, ich bin auch was Besonderes. Dann haben wir Broschüren rausgegeben, Leitlinien, Behandlung, die Risikostufen, die werden dann morgen eine große Rolle spielen, für den diabetischen Fuß, Insulininjektion, das war eine didaktische Selbstwirkung, dann Salutogene Verhaltensweise, Weisen, zusammen mit Frau Professor Kappel, 2.4, das war auch ein ganz spannender Testseminarien und das Schwergewicht auf diese Psychologie lag. Und Sie haben gesehen, zwischen 1990 war ein Psychologe und Psychotherapeut verleitet, ging es fast 10 Jahre, was ihn auch mit meiner inneren Resistenz ein wenig zusammenhängt, nicht nur bewusst natürlich, dass viele Diabetiker auch Depressionen und so Probleme haben, aber umgekehrt hat er ihn raus, was man an Patienten genügend wissen können, etc., was er eigentlich nicht da in der Hand hat.